Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im LS22 auf der Nordfriesischen Marsch 4-fach. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. So, wir haben das Mischfutter verteilt. Da wäre jetzt wahrscheinlich noch ein kleiner Rest übrig, aber das lohnt erstmal nicht. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe jetzt gerade keine Arbeit, glaube ich, für den großen Fendt. Wir werden mal den Anhänger mal wegstellen. Und dann schauen wir mal, was wir noch für den zu tun haben heute. Der BGM ist jetzt auch unterwegs, das heißt, wir können nicht mal unsere Wiese mähen, ey. Es ist unglaublich. Diese Armut, die hier herrscht, ne? Die kotzt mich an. So, hier wird fleißig gearbeitet. Das läuft auch. Wir können schon mal das Vorgewende wegnehmen. Achso, warte mal, den können wir einsortieren, den guten Mann hier. Den können wir einsortieren. Auch einen geilen Wendekreis, ne? Obwohl ihn niemand mag von euch, den Case. Ich mag ihn. Das hätte schon so viel Geld gebracht, das Fahrzeug, das ist einfach nur cool. So. Dann wird es natürlich hier gewaschen, waschen, 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 waschen. Ich habe nicht bedacht, dass ich einen zweiten habe, aber der könnte hier noch hinpassen. Schauen wir gleich mal. So ungefähr, ja. Anstatt den süßen kleinen... Zwischen pinken Elektro-Regitrank habe ich jetzt einen E-Scooter in Gold. Das geht doch schief. Und Chris, danke dir für deinen Resub im 6. Monat. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. So. Passt. Haben wir auch hier geschehen? Xenion? Was ist denn Xenion? Meinst du Xerion? Nee. Wir kratzen immer noch nicht an die 700, ne? Es ist zum Hühnermelken. So, den packen wir. Warte mal, haben wir noch Missionen, die wir machen können? Ich muss mal gucken. Da sind wir dran, da sind wir dran. Gedüngt wird nicht. Ich habe nur einen Düngerstreuer. Gesät. Irgendetwas stimmt mit Hasi nicht. Gesät wird hier noch, deswegen kann ich hier nicht gleichzeitig sehen, ne? Okay, dann habe ich nicht mehr momentan. Unkraut geht nicht, weil wir haben keinen Striegel, ne? Von dem her passt das auch. Uff. Ab in die Werkstatt mit dir. Dann, genau. Da können wir schon mal die erste Schicht wegnehmen. Beziehungsweise müssen wir die erstmal umstellen, ne? Da ist noch Dingens eingestellt. Wir nehmen jetzt hier rund 180. Da machen wir mal vorne voll, dann machen wir hinten voll und dann machen wir weiter voll. Momentan glaube ich, ist noch okay, aber irgendwann werden sie sich im Weg rumstehen. Irgendetwas stimmt mit Hasi nicht. Niedersachse, moin, grüß dich, hallo. Da vorne wird schon hastig gedreht, ne? Nicht getreten? Gedreht. 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 Haben wir Sprachdurchfall bei euch? Bidim. Oh, die Rubicon ist in der Tiefgarage angekommen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das machen wir hier weg, das ist wichtig. Aber ich glaube, wir haben gar nicht... Also ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, ne? Ich glaube, wir haben gar nicht so lange Arbeit mit den zwei Aufträgen hier. Wenn wir jetzt schon am Ballenpressen und am Verladen sind, ja, holla die Waldfee. Ich habe hier drei Fahrzeuge im Einsatz, ne? Kilian, moin, grüß dich. Also vier eigentlich, wenn ich jetzt mein Fahrzeug mitberechne, sind hier vier Fahrzeuge im Einsatz. Das muss ja flott gehen, ne? So. Ist es vielleicht auch wieder mal die optimale Zeit, das Heu mit nach Hause zu nehmen, was wir übrig haben? Könnt ihr mir gut vorstellen, ne? Aber es sind viele Ballen geworden, ne? Ich habe 180er Ballen gemacht, logisch. Was ist mit dem Biersimulator? Was soll mit dem sein? Kannst du auf Steam vorbestellen, wenn du willst. So, mir fehlt jetzt noch diese eine Mission, die uns wirklich dick Cash bringt, ne? Hallo, 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 hallo.
Beruhigen wir uns. Wer ist mit einem kleinen Traktor für das Schneidwerk? Zum Beispiel Riegetrakt? Nö, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Dafür haben wir genug wendige Fahrzeuge. Okay, die kommen dann echt gut fahren. Wir lassen den LKW mal hier stehen. Geht auch nicht den Weg um. So. Dann, das haben wir. Die muss rein. Die muss rein, rein, rein. Das mit den Holzfällern wollte ich nochmal überprüfen, ob da genug am Sägewerk ankommt. Aber ich denke schon. Wo standen die jetzt? Die stand hinter der Ecke, ne? Junge, wir sind bald fertig. Ich hoffe, ey. So, so. Hier sind wir auch soweit. Ja, mehr gibt es nicht so tun momentan, ne? Hier wird Kohle angesät. Das funktioniert auch. Hier wird gewartet. Ja. So, lass uns mal gucken, ob das mit den Holzfällern funktioniert. Oh, es funktioniert nicht. Guck dir das an. Es funktioniert nicht, obwohl die alle Vollgas arbeiten, ne? Also 4, 1, 2, 3, 4 habt ihr mir gesagt. Es funktioniert nicht. Es ist zu wenig Zeug drin. Ach Quatsch, guck mal hier. Man soll die Sache verteilen stellen, ne? Oh. Oh. Ei. Warte. Da war für mich selber. Danke. Schönes Ding. Düngerfabrik, können wir schauen, aber da wird nicht viel passieren. Ich glaube auch, dass ich das jetzt deaktivieren werde. Und den hier werde ich eingelagert lassen. So. Weil ich, da ist mir irgendwie sympathischer, muss ich gestehen. Freue mich auf den Fischer, ich sag's dir, wie es ist. Können wir da noch was verhökern? Ah, Hackschnitzel, aber Hackschnitzel lohnt halt nicht. Das Problem ist jetzt wieder 30 cm vom Bildschirm. Es ist mehr, glaube ich. Habe ich nicht einen Zollstock hier? Ich könnte das jetzt in Kinderriegellängen messen, aber ich weiß nicht, ob ich da... Es sind ungefähr 10 Kinderriegellängen. So. Eine Dreschmission. Schauen wir mal, was wir da als Dreschmission haben. Da war ja viel Schmutz dabei, ne? Die kann man auf alle Fälle auch machen. Sind neue Missionen da? Also bei so sechsstelligen Ballmissionen werde ich ja prinzipiell sehr schwach, ne? Was haben wir hier? Kohl macht man nicht. Kartoffeln habe ich kein Angerät, macht man nicht. Hopfen machen wir auch nicht. Kartoffeln machen wir nicht. Kohl machen wir nicht. Und Roggen. Roggen könnte man machen. Feld 69, wo ist denn das? Das ist doch auch hier, oder? Das ist hier. Wollen wir vielleicht 69 machen? Komm, ich habe gesagt, wir können ja machen, was wir wollen, ne? Ab dafür. Wir machen noch eine Erntemission nebenbei. Kostet ja nichts. Dance Kalamar, danke dir für deinen Resub im 6. Monat. Vielen, vielen Dank. Dankeschön für deinen Support. Vielen, vielen Dank. So, ein Thresher bitte zur Information. Da sind wir. 10 Kinderriegel sind 1,10 Meter. Nee. Ja, könnte sein. Könnte stimmen, ja, könnte stimmen. So, jetzt ist natürlich die Frage aller Fragen, ne? Kommen wir hier raus? Oder drehen wir eine Schleife? Das ist ja schon relativ nah, ne? So, raus hier! Nochmal tanken vielleicht, ne? Wäre vielleicht nicht so verkehrt. Speichern? Du, das wäre eine ganz nicht so schlechte Idee, ne? Das Pflaster ist heute wieder besonders schön, ne? Danke dir, dass es aufgefallen ist.
Was mir natürlich auch gerade aufgefallen ist, ne? Können nicht einfach die Tankstelle im Hof befüllen? Da brauche ich doch nicht weit wegfahren, oder? Nur theoretisch jetzt, also. Speichern können wir auch, ja. Speichern ist immer gut. Ich trinke immer zwischen, wenn das Intro läuft, trinke ich das ähnlich immer. Nee, Pflaster in Gold, das wird dir kein Mensch machen. Tommy, gute Nacht. Der Helfer hat die Arbeit beendet? Warte mal. Wer ist hier lebensmüde? Wird sie beenden? Die Leute haben die... Achso, du, der ist okay. Guck mal, das hat er schon fertig jetzt, ne? Ich glaube, mit dieser Konstellation, die wir gerade so fahren, tipptopp, können wir gleich auf den nächsten Feld ansetzen. Machen wir auf den Stuhl hier. Das funktioniert. So, dann machen wir hier wieder zwei Vorgewände. Das hat sich so ein bisschen bewährt, ne? Die zwei Vorgewände, das ist schon ganz gut. Ich glaube, wir haben hier ungefähr angefangen mit dem anderen. Dann fangen wir hier auch an. So. Die Frage ist natürlich jetzt, der Big M, ne? Wie weit ist denn der da oben? Wenn er natürlich jetzt keine zwei Vorgewände schafft, wenn er nicht gemäht ist, dann bringt tatsächlich alles nichts. Der Big M müsste doch auch mal fertig sein. Ja, da vorne fährt er noch tatsächlich. Also so ein Moment ist er noch dran. Wir können aber mal gucken, ob wir noch eine Heumission hätten. Weil jetzt habe ich gerade alles so ein bisschen auf Heu eingestellt. Silage, Silage, Silage. 88.000. Oh, guck mal, da ist sogar noch eine. Die machen wir noch, nur die 88er. Die nehme ich aber erst dann, wenn ich die anderen zwei abgegeben habe. Beziehungsweise wenn ich da stehe zum Anfangen. Weil, nicht, dass ich die irgendwie gegenseitig abgeben kann, weißt du? Abliefern muss ich jetzt an zwei getrennten Noten, das habe ich extra darauf geachtet. Einmal Tierbedarfshandel und einmal Gärtnerei. Ja? Pressmission lohnt sich eigentlich immer. Silage noch ein bisschen mehr als wie Heu, aber ja, du hast recht. Hast du zwei Vorgewände gemacht? Ah, ist unterwegs, sehr gut. Muss noch mal ganz kurz einen Moment hier bleiben. Muss gucken, wie weit der da vorne ist. Ich erstmal einen Kinderriegel, ne? Ich hoffe, es ist okay für euch. Können wir es in die Kommentare schreiben, wenn es nicht okay ist. Naja. Sauber arbeiten tut er halt nicht, ne? Wenn man das hier anguckt, wenn man das hier anguckt und das hier anguckt. Boah, ich glaube, das kann man einstellen, ne? Ecken scharf, spitz, rund, bla. Irgendwie war da was. Zwei Vorgewände leicht, echt locker. Er ist hier dran, ne? Locker. Tank ist leer. Oh nö. Welcher Tank ist leer? Oh, wieder Kohl. Das ist ja nicht so geil, ne? Da fährst du mir bitte zum Hof. Genau, den hier können wir weitermachen. Da müsste sich auch ein bisschen was getan haben. Boah, er wird ein bisschen schwerfälliger, kann ich sagen. Ihr macht das ja nicht beim Aufsammeln. Versucht ihr immer zwei Bahnen zu nehmen oder fahrt ihr einfach quer drüber oder fahrt ihr wirklich Bahn für Bahn für Bahn für Bahn? Würde mich mal interessieren, wie ihr das macht. Nee? So. Würde es einen Live-3 geben? Nein, würde es nicht. Quer drüber, sagst du? Ja, gut. Ist auch egal wie, ne? Hauptsache ist es weg.
So, hier wird gemäht und gewendet. Das läuft schon ganz gut, muss man sagen. So, jetzt wurde auf den Anhänger verladen. Auch okay. Gut, meine Damen und Herren, für heute sind wir fertig. Ich danke herzlich fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, würde ich sagen. So, wir sehen uns gerne beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.